Menschen der deutschen Sprache erwacht, heute ist der 29.07.2012. Mein Name ist Lothar Lange und ich lebe in Dresden. Und sprechen werde ich heute im Martin-Luther-deutschen Ton über die sogenannte Wiedervereinigung von BRD und DDR 1990, über das Grundgesetz und der Conditio sine qua non zu einer verfassungsrechtlichen Wiedervereinigung in Deutschland laut Grundgesetz im ursprünglichen Sinn. Denn das Grundgesetz heißt das Grundgesetz, weil es nur für den Geltungsbereich der BRD galt und durch einen Taschenspielertrick der Spitzenpolitiker, vor allem im Bundestag, plötzlich für beide Teile gilt und laut Grundgesetz im Rahmen einer Wiedervereinigung aber einer Verfassung zu weichen hatte. Das heißt also rechtlich formuliert, solange wir in Deutschland ein Grundgesetz haben, haben wir keine Wiedervereinigung. Denn hätten wir eine Wiedervereinigung, hätten wir laut Grundgesetz eine Verfassung. Aber da wir in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht und einen Verfassungsschutz haben, aber keine Verfassung, dem Grundgesetz wird mit dem Wort als zwischen Grundgesetz als Bundesverfassung die Verfassungsmäßigkeit angelogen, können wir einfacherdings die Fragwürdigkeiten der gesellschaftlichen Institutionen wie Bundestag, Bundesrat, Verfassungsschutz, Bundesverfassungsgericht einfacherdings entlarven. Wer in Deutschland lebt und nach Martin Luther nicht nur lesen kann, sondern auch Texte begreifen will, wird mir zustimmen müssen, dass wir zurzeit in einem vertragswidrigen Verhältnis leben. Hatte Martin Luther zu seiner Zeit die lateinische Bibel in die deutsche Sprache übersetzt aus dem Lateinischen, um dem Volk zu jener Zeit 99% der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, die Bibel auch lesen zu können, so möchte ich in dieser Tradition von Martin Luther den Deutschen das Lesen des Grundgesetzes jetzt auch verständlicher machen, so dass wieder 99% der Bevölkerung, des Volkes, den Text nicht nur lesen und auswendig lernen, sondern auch verstehen und dadurch eine Verfassung für Deutschland laut Grundgesetz einfordern. Denn hatte die sogenannte Friedliche Revolution 89 in der DDR stattgefunden, wird jetzt die zweite Phase notwendig, nämlich die zu der Einführung einer Verfassung, diesmal aber als friedlicher Transformationsprozess, also einem Contrat social, Jean-Jacques Rousseau, Debatte beider Teile der BRD und der DDR führt, um den Vereinigungsprozess laut Grundgesetz von 48-49 korrekt mit einer Verfassung zu erfüllen. Es kann akademisch formuliert nicht angehen, dass die Westdeutschen die Höhe der Transfergelder, die von den deutschen Proleten bezahlt wurde, vorgerechnet bekommen. Aber die Summe der bargeldlichen Erbschaften der Westdeutschen im DDR-Territorium nach 89-90 mit keiner Silbe erwähnt wird. Dann würden wir feststellen, dass die Transferleistungen im Rahmen der Solidarumschläge, die die westdeutschen Proleten an die DDR bezahlt haben, letztendlich Peanuts gegen die immensen Beträge sind, die die westdeutsche Plutokratie nach 1990 im DDR-Territorium abkassierten. Weder wurden im Zusammenhang der sogenannten Wiedervereinigung 1990
Ostlöhne abgeschafft. Noch die Mauer mit den 2000 Mauertoten mit Frontex ins Mittelmeer abgeschafft. Nur verlegt. Mit circa 100.000 toten Negern und der Befeuerung eines kriminellen Schleuserwesens in Afrika mit weiterem nicht erfassbaren Leid. Und dann den Mauerfall als nationale Errungenschaft am 3. Oktober feiern, gleich den Reichssedans feiern zu Bismarcks Zeiten. In einem Lande, in dem auch schon Adolf Hitler Rassismus betreiben ließ, das ist dann nur eine schaurige Fortführung rassistischer Politik mit demokratischen Mitteln. Es stirbt kein Deutscher mehr an der Mauer, aber 100.000 Neger, das nenne ich Rassismus. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sagte es schon Paul Celan in seinem Gedicht Todesfuge. Und den Wirtschaftserfolg der deutschen Wirtschaft mit Waffenexport zu begründen, für 60 Milliarden im Jahr Panzer nach Saudi-Arabien 5 Jahre lang exportiert werden, hatten Deutsche bis 1945 andere Menschen, anderer Völker noch selber umgebracht oder umbringen lassen, lassen die deutschen Machteliten, auch des Deutschen Bundestages, jetzt morden und machen sich die Finger selber nicht mehr schmutzig, so meinen sie. Was mit Waffen passiert, auch aus Deutschland, konnten wir bei der Niederschlagung einer freiheitlichen Bewegung in Bahrain feststellen, als mit saudi-arabischen Panzern die Demokratiebewegung in Bahrain niedergekämpft wurde. Mussten wir im Irak, Afghanistan, Balkankrieg, Syrienkrieg und in der nächsten Zeit im Iran hinlänglich zur Kenntnis nehmen oder aber verdrängen? Aber da viele Deutsche, vor allem die Spitzenpolitiker, außer denen der linke Fraktion, mit dem Gedusel von 60 Jahren Frieden in Europa gefeiere, so erschöpft oder besoffen sind, müssen sie die Leichenberge von Menschen anderer Völker ignorieren und feiern den sogenannten Frieden mit Reichssedans feiern obendrein als Errungenschaft der Europäischen Union. Wer hat da so alles den Karlspreis beispielsweise bekommen? Den Karlspreis in Aachen. Da haben wir schon eine recht perfekte Ganovenliste europäischer Spitzenpolitiker beieinander. Der Satz von Paul Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, stimmt insofern nicht mehr, da und hat auch noch nie gestimmt, da die anderen weißen Herrenvölker, USA, Frankreich, England etc. ihrerseits ihre Auschwitz-Leichenberge vorweisen, aber nicht mit Vergasen oder Tod arbeiten, sondern humanitär mit Bomben und Gewehren. Die über die NATO-Strukturen in Brüssel für dieses Massenabschlachten anderer Völker verantwortlich ist. Seit Adolf Hitler 1945 tot ist, ist die Zahl der durch kriegerischen Handlungen zu Tode gekommenen Menschen leider nach oben gesprungen. Um es mathematisch zu formulieren, die Leichenberge jener Demokraten entsprechen dem Mount Everest und die Leichenberge der NSDAP bezeichnen dann relativ die Zugspitze. Also das Gelüge vom Ende des sogenannten Zweiten Weltkriegs durch kollektives Ignorieren der Toten anderer Völker ist für mich die Steigerung der sogenannten Auschwitz-Lüge.
Während irgendwelche Menschen behaupten, in Auschwitz seien keine 7 Millionen Juden, Zigeuner, Kommunisten, Zeugen Jehovas etc. zu Tode gekommen, vor allem durch Arbeit, das konnten die Menschen am Eingang lesen. Am Eingang jener Konzentrationslager stand der Satz: Arbeit macht frei. Die Gutbürger, die sich nun über Auschwitz-Lügner erregen, vergessen dann schlicht, dass sie selber die weit über 70 Millionen Menschenopfer nach 1945 verleugnen. Wenn nun in Deutschland Auschwitz-Lügner im Knast sitzen, haben wir im Rahmen gleicher Rechte der Menschen aller Völker dafür einzutreten, dass dann auch die Ignoranten und Leugner der Massenmassaker der Nach-Auschwitz-Generation zur Verantwortung gezogen werden. Denn diese Verbrechen verjähren nicht. Weder die 7 Millionen durch Rassismus zu Tode gekommenen Juden, Zigeuner und so weiter, auch nicht die ca. 60 Millionen toten Indianer in den USA. Dieses gilt dann auch für die Massenmorde vor dem sogenannten Ersten Weltkrieg und nach dem Ende des sogenannten Zweiten Weltkrieges der weißen Herrenrasse. Nicht nur für Juden, Neger, Zigeuner, Araber, Indianer, Vietnamesen, Laoten, Koreaner, Kongolesen, Iraker und so weiter. Also auch für alle durch kriegerische Handlungen zu Tode gekommenen gilt der Satz: Diese Morde verjähren nie, und nicht nur für Lieblingsleichen. Reden wir nicht nur darüber, was unsere Großeltern falsch gemacht haben. Lesen wir Augustinus, lesen wir sein Buch Bekenntnisse oder Konfessionen, sondern darüber, wie können wir die Verhöhnung der Auschwitz-Opfer verhindern, dass durch unsere Waffenexporte jetzt zwar die Menschen anderer Völker nicht mehr vergast oder sich totarbeiten, sondern auch nicht mehr für das Opfer der deutschen Waffen werden, aber auch nicht mehr die Opfer deutscher Waffen werden. Die Humanisierung im menschlichen Umgang besteht darin, Menschen weder zu vergasen, noch sie zu erschießen oder verhungern zu lassen. Aber solange es nur Arabien, Asien, Afrika, Lateinamerika betrifft, machen diese Rassisten, und hier denke ich nicht an die NPD oder die Neonazis, sondern an die Spitzenpolitiker, die ja jetzt an der Macht sind. Sie machen die Opfer der Toten in Auschwitz auch noch nutzlos, außer für den folkloristischen Umgang der Spitzenpolitiker mit diesem Thema. Also die Steigerung der Opferzahlen nenne ich die Steigerung des Rassismus. Dass so viele Deutsche die Kriegsverbrechen der Deutschen nach 1945 nicht und vor 1918 nicht zur Kenntnis nehmen. Die NSDAP-Täter machten aus den Körperteilen der Opfer Gegenstände wie Kernseife oder Lampenschirme. Die anständigen Demokraten missbrauchen die Opfer als Propagandamunition. Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, verdiente sein Geld bei Böhringer in den 70er Jahren mit dem Export von Agent Orange, einer chemischen Waffe, mit dem völkerrechtswidrig Kriegsverbrechen, Völkermord in Vietnam, Laos etc. begangen wurde. Wann hat sich Herr Richard von Weizsäcker endlich für diese Kriegsverbrechen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verantworten?
weil nur Rassisten können behaupten, dass es zweierlei von internationalen Strafgerichtsgesetzen gäbe. Diese deutschen Spitzenpolitiker, die die Waffen nach Afrika exportieren lassen, dann missliebige Geschäftspartner in Afrika und anderswo in Den Haag, Niederlande, verurteilen und vergessen, dass diese Verbrechen, Terror mit Waffen also, aus Deutschland begangen wurden, rechtlich ein eindeutiger Vorgang der Beihilfe zu strafbaren terroristischen, völkerrechtswidrigen Handlungen, also ein klassischer Fall für Den Haag. Solange in Den Haag, Niederlande, ausschließlich Verbrecher anderer Völker, anderer Hautfarbe verurteilt werden, kommt mir der Freislachsche Volksgerichtshof in der Zeit der NSDAP bis 1945 in den Sinn. Nun wieder zum Grundgesetz. Ich zitiere aus dem Grundgesetztext. Grundgesetz als Bundesverfassung. Grundgesetz, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hauptartikel: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesverfassung der Bundesrepublik Deutschland erhielt den Namen Grundgesetz. Dies sollte den provisorischen Charakter hervorheben, da es sich nur um eine Übergangsverfassung bis zur Gründung eines gesamtdeutschen Staates handeln sollte. Der Verfassungsprozess wurde mit Übergabe der Frankfurter Dokumente am 1. Juli 1948 durch die Oberkommandierenden der westlichen Besatzungszonen, also Frankreich, England, Vereinigte Staaten, an die Ministerpräsidenten der dortigen Bundesländer, also der alten Bundesländer, eingeleitet. In diesen Dokumenten wurde ein demokratisches, föderalistisches Regierungssystem und die Garantie der persönlichen Freiheitsrechte gefordert. Das Grundgesetz sollte ursprünglich nur bis zur Herstellung der deutschen Einheit gelten, wurde aber, nachdem es sich mehr als 40 Jahre bewährt hatte, hatten die Spitzenpolitiker in selbstherrlicher Manier sich selbst beurteilt, nach dem Beitritt der bisherigen Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik ohne große Änderungen beibehalten. Wer nun aber Kants zum ewigen Frieden gelesen hat, wird bequem feststellen können, dass es den Geist des Vertrages gibt, der zu erfüllen sei, und nicht um den Vertrag strategisch zu missbrauchen, sondern nach den Buchstaben des Gesetzes und des Geistes zu erfüllen ist. Denn sagt schon der Grundsatz aller Juristerei, Verträge sind einzuhalten. Pacta sunt servanda. Der Einigungsvertrag, den die deutschen Spitzenpolitiker nach der sogenannten Wiedervereinigung unterschrieben, zum Beispiel von dem Ostdeutschen Günter Krause und dem westdeutschen Politiker Wolfgang Schäuble, heute Finanzminister, die nachdem ihre charakterlichen Qualitäten mittlerweile zum Schlechten zum Vorzeigen bringen. Der eine stürzte über den Putzfrauenskandal, der Günter Krause, und der andere, also Wolfgang Schäuble, verzockt gerade Deutschland an die Bilderberger. Herr Schäuble gab hierzu vor einigen Tagen die Erklärung für seine EU-Politik. Ich zitiere Herrn Schäuble: Den Deutschen müsse es schlechter gehen, damit sie endlich auch seinen Reformvorschlägen zustimmen würden. Dieser Filmausschnitt war zumindest bis heute bei YouTube zu hören. Was für diabolische Marionetten haben also den deutschen Einigungsvertrag, wie er dann genannt wird, unterschrieben?
Wir bekamen grundgesetzwidrig in Deutschland keine Verfassung, sondern die Fortschreibung des Status quo wie vor dem Anschluss der neuen Bundesländer in den Geltungsbereich des Grundgesetzes der alten Bundesländer. Dass das Grundgesetz unveräußerliche Gesetze enthält und Rechte, zum Beispiel kein Mensch darf aufgrund seiner Rasse, Geschlecht, Religiosität, Abstammung benachteiligt werden. Wie bitte erklären Sie mir die Missachtung der Rechte aller Deutschen des Geltungsbereichs des Grundgesetzes? Wie lassen sich dann bitte Ostlöhne und Westlöhne rechtfertigen? Ich zitiere weiter aus dem Grundgesetz. Das Grundgesetz kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag und Bundesrat geändert werden. Über die Einhaltung der Verfassung wacht das Bundesverfassungsgericht. Ich kann es nicht fassen. Wenn diese Spitzenpolitiker, die dem Grundgesetz Verfassungsrang anlügen und durch das Spiel Wo ist die Kugel, wo ist der Ball? Tricksereien, zu feige sind, das Wort dann Grundgesetz zugunsten Verfassung zu streichen, weil das Grundgesetz halt keine Verfassung ist, halt nicht wie ist. Wenn das Grundgesetz als Bundesverfassung fortgeschrieben wird, kann mühelos erkannt werden, da nicht Grundgesetz wie Bundesverfassung steht, sondern das Grundgesetz als Verfassung zweierlei Dinge darstellt, weil das Wort als meint gegensätzlich oder aber zeitlich folgend. Damit stellen die Worte als und wie kein Synonym, sondern eine Heteronymie dar. Und schließlich sollen wir ja zu Zigeunern auch Sinti und Roma sagen. Zwei Stämme der Zigeuner von über 200 ethnischen Identitäten, nebenbei bemerkt, schon wieder eine Matrixdreher. Auch George Orwell lässt grüßen. Die Political Correcten sagen zwar Sinti und Roma sagen, aber die Geschichten, die dann die Sintis und Romas erzählen, wenn es darum geht, welche Erfahrung dann diese Sintis und Romas mit den Political Correcten heutzutage erleiden. Siehe Sarkozy, Präsident von Frankreich bis jüngsten, der Zigeuner deportieren ließ, gleichen dann zu oft den Geschichten, die ich von Zigeunern erzählt bekam. 2 und 2 sollen wohl doch 5 sein, ohne mich. Packen wir es an und zelebrieren die zweite Phase der endlichen Vereinigung von DDR und BRD, diesmal gemeinsam als evolutionären, fantastischen, gewaltfreien Transformationsprozess, der dann nicht mehr die Seiten der Exekutionskommandos von Opfer und Täter umdreht, sondern eine Generalamnestie durchsetzt. Denn Irren ist menschlich. Es nicht einzusehen ist Wahn. Wo Unrecht zu Recht wird, wird Veränderung zur Pflicht. Sorgen wir für eine Verfassung in Deutschland und dass unsere deutschen Waffenexporteure neben den Negern und Arabern und Asiaten gegebenenfalls auf der Anklagebank in Den Haag sitzen, also die Produzenten und Konsumenten von Waffen gleichermaßen. Sorgen wir dafür, dass die Mauer zwischen der DDR und BRD nicht mit der Frontex mit grausamer Gewalt im Mittelmeer weiter betrieben wird,
Ostlöhne abgeschafft werden und wir zu Zigeunern wieder Zigeuner sagen, sie aber in der ethnisch-kulturell begründbaren Souveränität achten lernen, weil auch für diese Menschen die unveräußerlichen Menschenrechte gelten wie für die Kurden. Wie für die Kurden und die Paschtunen und halt nicht nur für die Tibeter. Als eine linke Bundestagsabgeordnete im Bundestag von den Terroristen in Nadelstreifen sprach, meinte sie damals die Spekulanten der Investmentmafia, die Heuschrecken wie der Dummkopf Müntefering SPD und auch nicht sagte und auch nicht Bundestagsabgeordnete im Sinn hatte. Sie bekam einen Ordnungsruf des Bundestagspräsidenten wegen dieser Aussage, denn die Terroristen in Nadelstreifen sitzen im Bundestag. Aber deshalb hatte der Bundestagspräsident den Ordnungsruf nun auch wieder nicht ausgesprochen. Der nächste Dummkopf. Wie wir vor Tagen im Bundestag bei der Abstimmung 100 Milliarden Euro für die spanischen Banken zu bürgen erleben mussten und wenige Mitglieder anderer Fraktionen und der linken Fraktion dagegen stimmten, die anderen Parteien CSU, CDU, FDP, SPD und die Grünen für die Ausplünderung des deutschen Volkes, mehrheitlich zugunsten der Banken damit, die das Finanzproblem schufen, stimmten. Halt durch die gesetzlichen Regelungen, die nun wiederum die Spitzenpolitiker zu verantworten haben. Einmal mehr wird den Tätern und nicht den Opfern geholfen. Schluss mit dem Terror der Spitzenpolitiker im Bundestag.